Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Let's Play Murmon. Ich bin wieder auf der Oxus-Insel, denn hier gibt es noch etwas zu finden. Darauf hat mich Roffelnagi 15 aufmerksam gemacht. Danke. Und ich musste noch mal kurz zurückgehen, um mir ein Murmon zu suchen, was nicht ganz so stark ist, um hier schwächen zu können. Hier mein Penner-Traumato. Penner. Los, du Penner, dann hau mal jetzt richtig rein. Und hier ist es schon. Jirachi. Ja, wir könnten hier Event-Pokémon fangen. Besser gesagt, Event-Murmon. Verdammt, Jirachi ist ja ein Stahltyp. Ding. Oh, es schläft. Was mache ich denn da mal am besten? Nochmal angreifen. Na, ich versuche mal, ob ich es schon fangen kann. Mach's mir nicht so schwer, kleiner Jirachi. Hallo, du schläfst. Wie kannst du ausbrechen? Ein bisschen unlogisch ist das schon. Wer weiß, vielleicht wälzt er sich im Schlaf so viel rum, dass er ausgebrochen ist. Was weiß ich? Keine Ahnung. Hier, ich schick dich wieder schlafen. So, dann nochmal. Oh, nee. Pfundig. Pfund. Ein neuer Versuch. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bräuchte einfach nur so ein voll starkes Pokémon, was Trugschlag könnte. Muss jetzt der. Doch, Jirachi, du bist ein Scheißviech. Mann, du bist nur Level 7. Mach dich so einen Aufstand. Geht doch. Jirachi wurde gefangen. Ja, ein weiteres legendäres Murmon von meiner Sammlung. Ein Spitznamen für Jirachi geben. Nein. Und Roffelnagi meinte auch, man könnte irgendwo hier Mew bekommen, aber ich habe mich schon vorher mal umgeguckt. Es gibt hier kein Mew. Es gibt hier zwar noch ein anderes Event-Pokémon, aber Mew gibt's nicht. Und im Internet habe ich auch gelesen, dass es kein Mew in Murmon gibt. Nein, du bist nicht das Murmon, was ich suche. Du bist nur ein kleines, stinkendes Raupi und ich habe keine Verwendung für dich. Und hier ist es! Celebi! Das schnappen wir uns jetzt auch eben. Nein, der Segelsamen! Verdammt! Bedien dich nicht an meinen KP! Konfusion, das bringt nur leider nichts. Ich bin nämlich auch ein Psychotyp. Okay, Pfund, nochmal, 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 nochmal. Okay, dann will ich es mal jetzt versuchen. Obwohl, einmal hau ich noch drauf. Mann, ich bin doch schon verpflanzt. Was willst du denn noch? Ach ja, ich mag Celebi ja eigentlich gar nicht, weil ich fand den vierten Pokémon-Film so schlecht. Aber egal, ein netter Bonus für die Sammlung ist das allemal. Und noch mehr Daten für den Moordex. Ein Zeitreise-Pokémon, oh mein Gott! Kannst du mich in die Zukunft schicken, da kann ich gucken, was da noch so für Pokémon-Spiele auf uns zukommen. So, und dann kann ich ja jetzt wieder zu den CV Islands. Obwohl, zuerst werde ich den Penner mal wieder ablegen. Danke, Penner. Danke, danke. Du hast deine glorreichen 5 Minuten und jetzt verpiss dich wieder. Um es mal ganz freundlich auszudrücken. Denn deinetwegen musste ich extra Yotsuba ablegen. Glaubt man's denn?
Ja, den VS-Seeker, den Kampfsucher, das Dinger, habe ich kaum benutzt. Mal gucken, habe ich noch irgendwelche besonderen. Wie, hast du denn die P-Teile? Gib mal hier schön her, ey. Sternstück, her damit. Beere, kannst du erstmal behalten. Magneton trägt irgendwas. Was hast du denn da? Ein Magnet. Den nehme ich doch gerne an mich. Dafür hat doch Zapdos sicherlich Verwendung. Okay, jetzt muss ich mir nur wieder mein geliebtes Yotsuba holen. Viel Spaß in meinem PC. Das wäre dann geregelt. Dann gebe ich den Magneten jetzt an Yotsuba. Nicht Yotsuba, an Yami. Genau so. Und dann mache ich mich jetzt wieder auf den Weg. Nee, halt. Ich gehe erstmal ein bisschen verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Kram, den ich nicht mehr brauchen muss, weg. Sternstück weg. Nugget weg. Was bekomme ich für das PP ab? Oh! Aber egal, nee, ich verkaufe es erstmal nicht. Vielleicht brauche ich es noch. HP ab, was gibt's dafür? Nee. Metallmantel. Ach, ich weiß nicht. Sternstaub. Hier, nimm den Shit. Ich brauche ihn nicht. Kannst du auch haben. Was gibt's für ein Elixier? Naja, nicht allzu viel. Ansonsten kann ich überflüssige TMs verramschen. Overheat. Bald noch Snatch. Weg mit dem Müll. Diebstahl. Weg damit. Attract. Weg damit. Das kann auch weg. Sandstuhl kann auch weg. Schlammbombe behalte ich. Reflektor weg. Brick Break. Ah, ne, behalte ich noch. Psychokinese behalte ich. Schaufler behalte ich. Return. Kann man kaufen. Gibt nicht genug, verdammt. Solarstrahl behalte ich. Frustration. Weg damit. Meine Pokémon mögen mich. Safeguard. Weg damit. Weil ich brauche halt jetzt noch eine ganze Menge Geld. Aus Sunny Day, warte ich erstmal. Bullet Seed, weg. Bulk Up, weg. Hagel, weg. Raw, beschissene Attacke, kann weg. Ja, ich weiß, das ist jetzt übelst spannend, mir beim Verkaufen zuzugucken. Focus Punch, weg. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Cash in der Tasche. Auf zu MSN! Ne, ich fahre ja nicht mit der MSN, ich fahre ja mit was anderem. Die Seagalopp, wie auch immer die Nummer auf Deutsch heißt. Ich hab's vergessen. Jetzt geht's endlich zur Insel Nummer 7. Da, 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 da. Hey, wer bist du denn? Hast du irgendwas zu sagen? Nichts Besonderes. Okay. Willkommen im Pokémon Center. Wählen deine Pokémon aus der Topfort. Yes, mach das mal. Das wäre voll cool, wenn du das machst. Da-da-da. Danke fürs Warten. Wir haben deine Pokémon wieder vollständig aufgefüllt. Yes. Sehr nett, Schwester Freude. Sehr nett. Ba-ba-ba-ba. Okay, da oben ist der Duell-Typ. Aber hier sind auch ein paar Trainer. Irgendwo auf dieser Insel schlafen bestimmte Pokémon. Das hört sich aber interessant an. Darüber solltest du mir mehr erzählen. Natu, tutut. Jura benutzt Fliegen und fegt es weg.
Nein, auch nein, warum tust du mir das an? Toll, so schaffe ich den Kampf wieder nicht in diesem Video. Ast rein, Ast rein. Ja, ich wurde von der vorhergesehenen Attacke getroffen. Was für ein Desaster. Ich glaube, ich muss jetzt sterben. Tut, tut. Und Traumato. Ach, das ist doch ein Scheißkampf, ey. Jo, ich muss dann jetzt leider einen Schnitt machen. Tut mir echt leid, dass ich es in diesem Video nicht mehr mit dem Kampf gebacken gekriegt habe. Im nächsten Video wird dann das Traumato von mir aufgebohrt. Bis dann!